muss ich doch erst noch rippen, die 2 dC. Oh. So, juppidu, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Lands of Lore Götterdämmerung Nummer 2. Wir sind jetzt hier in Halle des Drachenreiches. Das sind diese Skelettwesen, von denen ich vorhin schon mal erzählt habe. Die gehen mir hier die ganze Zeit auf die Nüsse. Ich muss mit meiner Maschine ein bisschen rumblödeln. Ich muss jetzt erstmal die ganzen anderen CDs noch als ISO rippen. Weil hier geht es eigentlich jetzt schon mal gleich weiter dahin, wo wir hin wollen, in diesen Wald. Da kam ich aber jetzt noch nicht hin. Erst dann ging es da mal durch. Ja, wie komme ich denn da jetzt wieder durch? Ah, oh, leck mich doch am Sack. Aber geht es jetzt nicht, weil ich den anderen Käse da jetzt schon aktiviert habe? Yay. Ich weiß nämlich, wenn ich da reingehe, CD2 haben. Die CD2 habe ich jetzt noch nicht als ISO. Oh. Hm. Ah! Schon hier, ich muss da mit der Maus drauf drücken. Hier gibt es nämlich noch einen ganzen Haufen Zeug zum Suchen und zum Entdecken. Und Waffen und so weiter. Und leider Gottes halt auch ein ganzer Haufen von diesen Skelett-Rings hier. Hier ist da schon wieder eins. Aber ich meine, gut, es gibt ja hoffentlich. Da kommen die Kleinen, die sind immer putzig. Da siehst du jetzt schon irgendwie ein Level ab oder sowas geben. So, lösch mich hier. Die Kugel da. Wir freuen uns, Ihnen schon vorab eine kleine Tour durch das Museum des Drarakels bieten zu können. Mhm. Der aktuelle Aufbau zeigt hauptsächlich Ausstellungsstücke, die aus der Ebene der Sterblichen stammen und mit dem Themenkreis der Magie der Ahnen in Verbindung stehen. Wir denken, dass im Frühsommer alles fertiggestellt sein wird. Ja, im Frühsommer ist dann alles fertiggestellt. Okay. So. Nehmen wir jetzt an, immer so aus, als muss ich. Ach, schon hier. Zu weit. Oh. Nicht ganz. Ich bin mir ganz sicher, ich glaube, ich speichere mal schnell. Also Zwischenspeicherer. Ja, genau, da könnte man nämlich nicht reinlaufen. Ja. Ich hatte mir fast gedacht, ne? Also ganz genau, wie ging denn das? Ja, da kommen wir jetzt auf jeden Fall erst einmal noch nicht rein. Ah, aber die Funzeln da kann ich anzünden. Das ist doch schon mal sehr gut. Dann wollen wir nach links laufen. Dann sehen wir hier noch ein Ausstellungsstück. Ich komme wieder! Didi? Dann kommst du wieder, geil. Fuck, die Bullen, ne? So, ah, da ist nochmal so ein Skelett. Aufs Maul, Alter. Ja, da habe ich als Kind ewig Probleme gehabt, ne? Das weiß ich noch. Also, da ist das Kind, um 8 oder so. Bitte ein wenig rauszoomen. Wir nehmen mal alles erkunden. Da gibt es mir irgendwo so ein Schwert. Das heißt, ich könnte man dann später irgendwann mal pimpen lassen. Hm.
Ja, genau, nämlich dieses Schwert hier. Sie brauchen jetzt aber dann erst einmal dieses Dreieck. Das ist aber nicht zufällig das Dreieck, was ich hier schon habe, oder? Nee. Ja, sein. Was ist denn hier? Ah, ein versteckter Geheimgang. Oh, ein Geheimgang. Wen Film war das nochmal? Okay, hier brauche ich nochmal so ein Dreieck. Käme ich da noch bloß Prismalangschwert. Ein Prismalangschwert. Euer Diggi, das gibt jetzt aber schon großartig. Attack Boost dazu, ne? Was, die Frage, was kann ich denn mit diesem Dreieck da machen, ne? Wo finde ich dieses Dreieck? Okay, ich kann einmal hier hin und dann muss ich. Oh, shit, 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 shit. Das sind immer so Dreiecke. Findet man das vielleicht gleich ganz am Anfang, dass man sich jetzt hier die Geschichte nochmal so ein bisschen anhören kann? Ja, wie gibt es da diesen Gang? Mist, nur zum Arsch. So, jetzt sind wir hier. Schau mal. Ja, mal so. Weiter. Jo. Oh, Irgendwas verziehen und verschieben mal wieder. Das bringen soll. Oh. Nein. Was noch mal? Hallo. Wo ist denn jetzt die scheiß Funzel da? Meine Fresse. Ist da irgendwas Gutes, wenn ich da rumspiele oder so? Ja, gibt es erst einmal nichts. Also wenn das mal lang schwer. Das ist bestimmt irgendein Mystery-Ding, was ich jetzt nicht so ganz verstehe. Bestimmt diesen dreieckigen Stein hier krieg. Das ist eine Axt, Alter. Langarm. Ach, das ist nichts kaputt. Gieß mich hier. Halt wieder auf. Was muss ich machen? Was war denn jetzt? Funken. Licht. Hä? Heilung. Heilung. Was? Was ist das jetzt? Beschwört. Ruft. Digga, Alter. Ach, so geht es. Was ist denn da jetzt irgendwie so? Scheiße. Was ist das mit
Diese Briefe verblühen die wahrscheinlich, ne? Das Ende ist halt auch irgendwie in dem Spiel keines wirklich erklärt, ne? Ah, scheinbar, jetzt bin ich bei der Kugel wieder. Kommen Sie herein, meine Damen und Herren. Wir freuen uns Ihnen schon vorab eine kleine Tour durch das Museum des Strava. Der aktuelle Aufbau zeigt hauptsächlich Ausstellungsstücke, die aus der Ebene der Sterblichen stammen und mit dem Themenkreis der Magie der Ahnen in Verbindung stehen. Wir denken, dass im Frühsommer alles fertiggestellt sein wird. Oh, das ist, ging das mal als Wegbeschreibung, wo ich da hin so geregelt, wo ich hin muss. Alter, kann ich mit dem dreieckigen Stein irgendwas machen? Also, okay. Okay, Alter. Oh. Kann ich diesen scheiß dreieckigen Stein jetzt her? Ne? Das ist nur so schwierig, wo du denkst, hört bitte auf, Mann. So, ich bin wieder hier. Ja, so Skelettwesen am Start. Ist aufs Maul. Ich sehe erst irgendwie die ganze Sachen hier anziehen oder so. Hier geht's jetzt auch nicht weiter. Dreckigen Stein geben. Irgendwas bestimmt mit dem Mysterium hier auf sich. Diese Sachen sind, die ich. Was? Irgendwo mit hinschieben kann. Oder hinziehen kann. Was ich denke, warum eigentlich? Tuhans Breitschwert. So? Oh. Stärker, ne? Tuhans Breitschwert. Ja. Wir warten, dass welche Sachen fusionieren will. Ich weiß, das hatte ich damals schon mal drauf. Das war es aber dann auch schon. Dann habe ich ja keinen Bock mehr gekriegt. Ich glaube, ich habe das schon mal gehabt, diesen dämlichen Stein. Der daran hier kann ich mich jetzt erinnern, dass ich hier schon mal war. Jetzt bin ich wieder vollkommen lost, weil ich nur weiß, wo ich jetzt hin muss. Da hinten ist noch irgendwas, wo ich durch kann. Da ist eine Wasserquelle. Doch hier auch mal rein. 100% Digga, brauche ich diesen dreckigen Stein dazu, ne? Das ist immer so das verwirrende Spiel, ne? Der Mensch weiß, wo man das Zeug herkriegt, was man braucht. Aber sieht ja auch keiner irgendwie mal irgendwie ein. Da wird doch was runtergefallen, ne? Ja gut. Oder hier. Das ist doch alles Blödsinn. Das ist so wichtig, dass man das alles braucht. Also sowieso da vorne mal speichern, bevor es dann weitergeht. Ich muss jetzt erst die CD2 noch als ISO rippen. Das ist dann weiter. Nein. Warte schauen. Da, hier links. Da noch irgendwas. Aha. Ein Schalter aktiviert. Ah. Und dieser Schalter macht jetzt was. Alter, der Schalter. Der hat bestimmt das andere Ding da hinten geöffnet. Der, wo war denn das jetzt wieder? Wo ich vorhin nicht reingekommen bin. Fuck. Schein
Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wo es war. War wieder da, wo dieses Monster vorhin war. Ich bin schon richtig irgendwo hier. Nee, ich muss in die Richtung. Okay, jetzt gibt's nichts weiter getan. Erstmal. Okay. Wo war das jetzt, wo der. Da geht jetzt hier nicht. Geist, das ist so. Das ist nervig. Da ist auch nichts weiter aufgegangen. Vielleicht jetzt hier immer die ganzen Lichter anmachen. Was ich nicht glaube. Oh shit. Da war's. Genau. Hier wollten wir rein. Und jetzt haben wir der Skelettoboy wieder. Dann haben wir hier voll auf die Schnauze hauen. Das war irgendwie als Kind alles schwieriger, ne? Ich bin hier rein und das bin ich hier drin und denke mir, Diggi, geil, da ist halt nichts. Bin ich hier rein und denke mir, Schaunahi, ne? Ja, jetzt hätte ich jetzt gar nichts am Start ist. Eine Sanduhr. Warum verschwenden bloß alle meine Zeit? Oh, oh, das war jetzt nicht gut. Ich glaube, das war jetzt nicht gut. Also, soweit ich mich noch erinnern kann, war das nicht gut. Shit, ja, ganz genau. Oh nein. Ja. Ja, genau. Das war das ganze Ding. Hier jetzt halt nicht mehr lebend raus, weil ich jetzt halt unendlich schnell altere. Also ich weiß, da gibt es ja irgendwie einen Cheater-Trick, dass man hier rauskommt, aber soweit ich weiß ja ganz genau. Das habe ich mir jetzt gerade so gedacht und befürchtet, dass ich mich daran jetzt noch erinnern kann. Da kannst du dir gleich heilen, was du willst. Scheiße. Alter, ich bin jetzt hier irgendwie. Ey, Alter, ich bin jetzt hier irgendwie rausgekommen. Nein, oder Diggi? Das war knapp. Uff, Alter, das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Hier war ich noch nie bisher. So, jetzt aber trotzdem mal speichern, weil das wird bestimmt bald die CD Nummer 2 dann von mir haben. Und spätestens werde ich dann am Ende von dem Gang oder auf jeden Fall am Ende von dem Level werde ich CD 2 einlegen müssen. Jetzt schon wieder so einer hier. Okay. Drachenblut. Schmeckt da irgendwas? Ey, was ist denn das? Ich möchte ganz gern speichern, weil ich weiß jetzt nicht, was auf mich zukommt, ne? Was riecht denn hier so? Hey du siehst aus, als würdest du hier raus wollen. Könntest du mich auf den südlichen Kontinent bringen? Das ist gerade der offizielle Weg gewesen, das Level zu beenden? Nee, oder? Aber warum das jetzt so hängt irgendwie? Kommt es gerade irgendwie nicht so ganz klar, der Computer, ne? Halt immer mit diesen scheiß virtuellen Maschinen, ne? Die sind zwar cool, aber
ist halt auch immer irgendwie ja gefällt. Muss ich gar nicht durch den Wald durch oder was? Ich bin etwas verwirrt. Ja, was mir am meisten verwirrt ist, dass das auf einmal hier so ruckel. So irgendwie spaßig, wenn ich dann die CD2 einlegen muss, dann muss ich die... Nein. Ich nehme jetzt echt gleich in das andere komische... Ja, wie jetzt? Wollt ihr nicht CD2 von mir da jetzt haben? Ja, freilich. Ja, okay. Dann sagen wir vielen lieben Dank fürs Reinschauen, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich muss erstmal die anderen 3 CDs. Ja, bevor wieder irgendeiner sagt, ich habe die alle hier als Original da. Das CD1, CD2, CD3 und 4. Brenne ich mir jetzt mal schnell noch als ISO. Und dann geht's ab demnächst weiter. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao wieder mal. Gute Nacht.